Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin wieder live auf Twitch und wir spielen die 101 Dalmatiner Challenge. Die Regeln von dieser Challenge findet ihr unten im Panel. Außerdem gibt es nochmal ein extra Video mit den Regeln zu der Challenge, denn die habe ich gemeinsam mit meiner Community entwickelt. Wir haben jetzt auch unseren Charakter schon erstellt, unsere liebe Anne. Den Trailer und die Vorgeschichte von Anne könnt ihr gerne in der Playlist ansehen. Und natürlich auch, wie wir die komplette Stadt umgestaltet haben und die Häuser meiner Community, denn diese Welt und dieser Spielstadt wird komplett von meiner Community und mir umgestaltet. Und damit würde ich sagen, wir schnacken nicht mehr lange rum, sondern starten direkt in Part 1 der 101 Dalmatiner Challenge. Also, let's go! Also, das ist hier unsere liebe Anne Roger, und Anne sieht bisschen verwirrt aus. Anne guckt gerade in den Himmel. Sie ist frisch umgezogen, in Anführungsstrichen, hat davor bei ihren Eltern gewohnt, in einem extrem großen Haus, und ihre Eltern sind sehr klassisch veranlagt. Sie erwarten, dass ihre Kinder heiraten, Enkel bekommen, einen Job nachgehen, einen anständigen Job nachgehen. Ne? Wir kennen die Aussage von unseren Eltern. Und unsere Anne ist eher der Freigeist. Sie hat auf das alles gar keine Lust. Sie hat keine Lust auf heiraten. Sie hat keinen Bock auf Beziehungen. Sie hat auch gar keinen Bock auf Kinder, denn ihr Herz schlägt für Lotte und Pirat. Und das sind ihre beiden Dalmatiner. Und sie hat sich fest vorgenommen, sie möchte eine anständige Zucht aufmachen, wo es den Tieren danach gut geht, wo es den Elterntieren gut geht. Und jedes der Welpen kommt, oder jeder der Welpen kommt zu einer Familie, die sie gut kennt. Denn einige der Regeln sind etwas tricky. Wir müssen zum Beispiel mit einem der Familienmitglieder befreundet sein, bevor wir überhaupt einen Hund vermitteln dürfen. Das ist das Haus. Es ist ein Tiny House. Es ist auch ein, ich glaube, ist das nicht ein Mini-Tiny House? Heißen die nicht sogar so? Mini-Haus und genau, ein Mikrohaus. Dann gibt es ein Mini-Haus und dann gibt es ein kleines Haus. Und je nachdem, wie viel wir in der Challenge erreichen, dürfen wir auch größere Häuser bauen. Aktuell haben wir auch nicht genug Platz gehabt. Deswegen ist also unter unserer Terrasse auch unsere Badewanne, damit wir unsere Hunde baden können. Wir haben auch ein bisschen geschummelt. Ein bisschen, denn ein Dach zählt nicht als Raum bei einem Mikrohaus. Und deswegen haben wir unsere Küche einfach in so ein Dach verfrachtet. Ich liebe diesen Stil. Also ich hätte unglaublich gerne so ein Haus. Oder so eins da drüben. Also eins von beiden. Und deshalb konnten wir so eine große Küche bauen, die es aber eigentlich nicht in einem Mikrohaus gibt. Genau, dann haben wir hier unser Bad. Und ein Klappbett, das macht mir so ein bisschen Angst, die ganze Situation. Ihr habt gesagt, es ist nicht mehr so schlimm, bis wir das Dschungelcamp gespielt haben oder bis wir dann auch das, die Big Bunny Games Okkult gespielt haben und dann zum Beispiel meine liebe McQueenie von einem Schrankbett erschlagen worden ist. McQueenie ist nicht deine... Seitdem habe ich ein bisschen Panik, was diese Schrankbetten angeht, aber gut, no risk, no fun. So, was ist denn mit unserer Mausi? Unsere Mausi ist hungrig. Vielleicht sollten wir ein Feuer, also so ein Feueralarm-Glockendingsi reinmachen. Aha. Da, Rauchmelder. Das war's. Ein Rauchmelder, Freunde der Sonne. Das war's, was ich gesucht habe. Können wir ja einfach hier so reinpacken, oder? Das sieht ja dann keiner. Und hier unten auch nicht. Vielleicht hier unten? Ich probier's mal. Wenn uns dann die Bude abfackelt, ne? Sollte es passieren, hat's keiner gesehen und wir spielen vom letzten Speicherstand weiter. Leute, macht bitte die Augen zu. Denn passieren jetzt böse Dinge. Die dürfen mir aber nicht passieren. Okay, also ihr habt gesagt, Zuchtgelände wäre cool. Zuchtgelände. Zuchtgelände. Hier steigen die Chancen, mehr Nachwuchs zur Welt zu bringen. Genau, beim Mikrohaus ein Merkmal, ganz genau. Und sobald die Häuser größer werden, dann dürfen wir aufstocken. Okay, hat es schon gepasst. Also dürfen wir jetzt einmal Zuchtding machen. Dann lassen wir das jetzt so. Ich weiß jetzt nicht, wollen wir ihr jetzt 1000 nur geben oder was denkt ihr? Dann geben wir ihr nur 1000, ne? Wenn wir gesagt haben, ups, wenn wir gesagt haben, das steht so in den Regeln, dann geben wir jetzt halt auch nur 1000. Ich lese auch erst, wenn Janine nicht Schluss macht, habe ich so auf die Challenge gefreut. Oh! Ihr seid ja so süß. Okidokili. Also, wir haben hier unsere Hundenäpfe. Können wir den hier hinten auch füllen? Ich habe es vergessen.
Wer ist der weibliche Dalmatiner? Braun. Nee, da kommen wir nicht hin. Das ist doch schon mal schön. Das heißt, wir müssen das noch vorschieben. Aber an den anderen kommt man hin. Okay. Jetzt ist dieses Move Objects schon wieder aus, ne? Es regt mich so auf. Ich muss das beim MC-Command einstellen, dann ist kein Problem mehr. Okay, also wir haben uns um unsere Hundis gekümmert. Können wir jetzt auch was kochen? Das wäre halt schon mal super, ne? Also wenn wir jetzt erstmal was kochen könnten. Kochen. Unser erstes Essen wird Grillkäse sein. Also eine Einzelportion Grillkäse. Finde ich ist eine super Sache. Wollen wir es uns schwer machen und für jeden positiven Merkmal auch ein negatives auswählen? Das wäre eine Idee. Sie darf keinen Job annehmen mit Klavierspielen, Hunde züchten und verkaufen. Muss sie natürlich dann ihr meistes Geld verdienen. Naja, aber perfekt. Dann würde ich sagen, wir machen es jetzt so. Also wir fangen jetzt erstmal damit an. Also wir könnten uns erstens bei unserer. Hat es jetzt nicht funktioniert? Oder hat sie schon gegessen? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Wahrscheinlich schon, ne? Wir könnten uns bei unseren Nachbarn vorstellen oder wir gehen mit unseren Hundis einfach mal zum Park und können dann da vielleicht ein paar Tricks machen und uns mit unseren Hundis besser beschäftigen, weil das ist ja eigentlich unser Hauptaugenmerk, oder? Ja, aber ich glaube, das ist das Beste, wenn wir... Oder wir üben einen Trick. Wir üben Tricks. Oder wir fragen, ob die Welpen haben wollen. Ich weiß es nicht. Wir können so viel machen. Ich bin so aufgeregt. Umarmen. Mit den Hunden los finde ich eine super Sache. Finde ich auch eine coole Sache, ne? Vor allem haben wir... Hä, wo kommt der jetzt her? Wieso ist der jetzt bei uns im Bad? Hä? Naja, okay, dann ist er halt bei uns im Park. Zum Park finde ich. Im Bad zum Park. Im Bad zum Park finde ich super, schreibt Anlo. Hä? Keine Ahnung, wo er hergekommen ist. Tier im Haushalt haben. Oh ja, stimmt, wir haben unser Bestreben. Freundlich zu Tieren sein. Oh, Süßi. Leckerchen geben. Kennenlernen. Hallöchen, Pupillchen, wie geht es dir? Hallöchen, Gurki, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Die sind so süß, streicheln. Ich liebe die. Guckt sie euch an. No. No, Baby. Sie ist einfach so ein Baby. Ich glaub's nicht. Einfach eine Maus. Jetzt gehen wir zu Pirat. Wie ist Pirat drauf? Auch super. Oh, mein Gucken, Leute, die kommt gleich mit. Und lebt neben uns. Oh. Bitten das Geschäft zu erledigen? Nee. Es ist jetzt halt schon 8:30. Das ist schon mein drittes Bild auf der Leinwand. Das ist sehr cool. Hast du es neu für dich entdeckt, Gucki? Zur Paarung ermutigen? Mit Lotti. Mit 5 Katzen und oder Hunden befreundet sein. Kumpel von einem Tier werden. Erfolgreich 2 Fehlverhalten korrigieren. Okay. Also irgendwie ging das Flotti Karotti, du. Los, wir wollen Welpen. Er so, yippie, ich durfte mal. Und Lotti, so davon bin ich jetzt aufgewacht. Es hat nur 3 Sekunden gedauert. Arme Lotti. Naja. Und wir bürsten auch mal unsere Lotti. Ich hab so Angst vor dem Schrankbett. Bitte. Training. Sitz. Apportieren. Muss ein Ball im Inventar sein. Sitz, gib laut. Nett sein zu. Kennenlernen. Loben. Umarmen, streicheln, reden. Ja, wir können ja mal reden. Was ist denn mit dem Bett? Das Bett kann einen umbringen. Weil es dann kaputt ist und dann knallt es auf einen drauf. What? Ja. Hier, Bett einklappen. Kissenschlaft mit Moro. Nee, nee, nee. Finde ich, muss jetzt nicht unbedingt sein. Oh, guck mal, hier ist ein Star. Vielleicht können wir uns bei dem ja vorstellen. Ja.
Essen Hühnchen unterwegs. Lass es einfach für immer aufgeklappt. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist das Beste. Also er hat, glaube ich, gar keinen Bock auf uns. Hallo, Entschuldigung? Wieso bist du so eingebildet, Dirk? Wir wollen ein Autogramm. Oh. Gibst du uns ein Autogramm? Oh, super Sache. Er gibt uns eins. Er ist in Welten unterwegs. Ganz genau. Yay, danke schön fürs Autogramm, Brudi. 300 Simoleons. Na dann, weg mit dem... Weg mit dem Schieß. Wir dürfen uns ja nur mit Klavier spielen. Jetzt in dem Fall halt Keyboard. Unseren Unterhalt mitverdienen. Dann würde ich sie jetzt einfach... Die rennen den ganzen Tag rum, die Hundis, ne? Also sie sind ja, ist ja richtig belastend. Die kommen gar nicht rein ins Haus oder schlafen oder so. Die sind die ganze Zeit im Garten, aber so wie es halt im Echt auch wäre, ne? Oh, oh, was ist los, Pirat? Gar nichts. Ist einer von unseren Hunden laut? Besessen! Treu, aktiv, Schnüffler. Jägerin aktiv klug. Ach, weil die beide aktiv sind. Ah. Vielleicht können wir denen ja jetzt auch mehr Merkmale geben. Das wäre richtig cool. Sehr schön. Bam. Aber sie lernen viel schneller Fähigkeiten, oder? Ah ja, das ist ja der falsche, die falsche Person. Sie ist schon Level... Lernt sie so schnell, weil wir hier sind? Sie ist Kochen, Level 6. Lernt sie so schnell wegen dem Grundstücksmerkmal, wegen dem Mikrohaus? Warum spielen wir nicht immer auf einem Mikro... Also in einem Mikrohaus, Leute? Wegen dem Mikrohaus. Aber das ist ja... Holla, die Waldfee. Naja, gut. Dann soll sie halt nochmal bis Level 5 warten und so. Hm, was können wir denn da jetzt... Also jetzt hört sie sich auf jeden Fall nicht mehr so an. Achtung. Los, Mausi. You can do this. Dann kann ja so ein Klavier romantische Lieder... Okay, es reicht, Girl. Es reicht. Geh schlafen. Finde ich, ist... Ah, warte mal. Wir können... Ah, nee. Vielleicht sollte ich keine bessere Matratze kaufen. Also, was haben wir jetzt hier alles für Stimmungen? Herrlicher Feiertag. Neuer bester Freund. Emotionale Achtsamkeit. Das Erlangen emotionaler Kontrolle ist eine Reise. Du kannst den ersten Schritt... Was? Du hast den ersten Schritt getan? Hä? Aber um echte emotionale Kontrolle zu erlangen, bedarf es weiterer... Ruhige, gut durchdachte Aktivitäten. Okay. Auf fruchtbaren Boden gestoßen, weil es zur Paarung ermutigt hat. Coole Tastenakkorde. Wenn das Klavier so schön gespielt wird, kann man sich ganz leicht in der Musik verlieren. Mensch, es war so schön. Ein glücklicher Moment. Gemütliches Feuer. Oh Gott, das Feuer ist ja auch noch. Haarige Gefühle, weil Hund umarmt und mit einem Tier zu kuscheln ist wie eine Therapie. Das ist halt einfach wahr. Vielleicht liegt es an den vielen Haaren im Gesicht. Ja, deswegen habe ich auch immer die Fussel überall. Ihr kennt's. Recht köstliches Gericht. Also sie hat was gegeben. Ach, Mikrohaus. Hier. Wegen Wohnen in einem Mikrohaus. Bewundert das Mikrohaus. Die Stimmung glücklich, inspiriert und konzentriert halten länger an. Die Haushaltskosten sinken. Objekte bringen mehr Komfort. Fähigkeiten werden schneller aufgebaut. Gartenpflanzen wachsen schneller und sind gesünder. Beziehungen zu anderen Sims auf dem Grundstück werden schneller verbessert. Warum wohnen wir nicht immer in einem Mikrohaus? Warum wohnen wir nicht immer da? Warum nicht immer in einem Mikrohaus wohnen? Vielleicht, weil du immer 33.000 Kinder hast. Recht. Frech, frech. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Ob die Entbindung dann auch so schnell geht? Fähigkeiten erhalten. Das ist schon, frech. So gespannt auf die Welt. Mit Bruno in einem Mikrohaus. Vielleicht nicht mit Bruno, Leute. Bruno ist aber halt auch eine Ausnahme, okay? Aber ich finde das Mikrohaus halt mega cool. Also, ich frage mich gerade, warum ich nicht immer mit einem Sim im Mikrohaus anfange. Erstens ist es voll süß. Es ist absolut unübersichtlich. Nein, es ist absolut übersichtlich. Du verlierst deinen Sim nicht.
das Grundstück ist auch toll. Wir haben hier die rosa Bummelbahn, die immer vorbeifährt. Ja, also ich meine... Und wir haben hier ganz viel Platz, um jede einzelne Pflanze anzupflanzen. Total viel Geld zu machen. Warum ist da hinten ein Dings? Wir haben doch schon einen. Geh weg. Aber ich glaube, wir gehen jetzt dann als erstes in den Park. Also ich habe hier jetzt schon was gesehen zum Sammeln. Das nehmen wir vielleicht mit. Und dann, wenn wir das gemacht haben, gehen wir Pipi. Und putzen unsere Zähnchen. Und können uns dann was Leckeres zum Frühstück machen. Gesunde Mahlzeit können wir kochen. Eiweiß und Toast, Grillkäse, Kichererbsen, Macaroni. Klingt schon sehr lecker, ne? Machen wir einfach. Machen wir. So, unsere Mausi hier kümmert sich jetzt hier um diesen Gestein. Eine Schatzkarte, na toll. Och. Sie ist so süß. Sie rutscht einfach immer aus, weil sie tollpatschig ist. Komm in der Nachbarschaft. Okay, hallo. Warum mögen wir die nicht? Wir lassen sie mal rein, ne? Also, nachdem wir gekocht haben. Wir kochen jetzt unser leckeres Vollkorn-Grillkäse-Sandwich. Und, oh, Shanice ruft an. Sie heißt übrigens Shanice Hopp. Weil der Nachname Desert Bunny war. Und deswegen musste ich mir irgendwas überlegen. Und deswegen heißt sie jetzt Hopp. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Moro angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Ja, ja. 200 Simoleons kostet das. Grundstückssteuern 244. Strom 9. Was macht denn sie alles? Sie ist schon wie richtig die Queen in der Küche hier. Aber ich habe jetzt... Mel, Hallöchen! Hallo, schön, dass du wieder da bist. Yum, yum, yum. Lecky schmeck. Ja, geh doch raus, Pirat. Ganz ehrlich, was... Guck, bell doch einfach die komischen Leute da draußen an. Verstehe ja, ne, dass du jetzt dir denkst, okay, aber vielleicht solltest du die Nachbarn halt reinlassen, bevor du zu Ende ist. Ich weiß halt nicht. Also, finde es bisschen frech ist schon. Aber sie hat es wirklich noch reingestopft, ne? Schönen guten Tag, dass sie da sind. Lukas Bach. Okay, also ja, guck mal. Also ihr passt halt, ja, geht bitte nacheinander. Hallo? Schön, dass ihr da seid. Nach Essen fragen. Ja, wir fragen mal nach Essen. Hallo, Girl. Hast du was zu essen? Hallo, dann geh halt! Ganz ehrlich, was bist du für eine freche Kuh? Die kommt hier zu Besuch und schreit uns an. Also so nicht. Also ist ja wohl... Also, es geht ja wohl gar nicht. Die sieht eigentlich nett aus. Aber warum ist die auch so böse auf uns? Warum hassen die uns alle? Also, die mag ich nicht. Die hat uns einfach angebrüllt. Die kann auch wieder gehen. Platz ist in der kleinsten Hütte. Mhm. Schön, dass wir mal Gelegenheit zum Plaudern hatten. Ja, voll. Ultra, was isst sie da jetzt? Ach, die haben Obstkuchen mitgebracht. Was wollte ich mal? Hallo Anne, ich habe nachgedacht, dir einen neuen Job zu suchen. Wie? Gefällt's dir nicht mal als Butler bei meinen Eltern? Aber ich finde, ja, du sollst eine neue Karriere. Du sollst deinem Herz folgen. Das wäre eine Grußwelle, ich muss drüber nachdenken. Ja. Sag mal, ja. Spring in die Arme. Wir fragen jetzt sie mal nach Essen. Vielleicht gibt's hier uns was zu essen. Willkommen, danken. Oh ja. Also sie ist nicht ganz so eine dumme Nudel. Kann ich ja von Kochen schwärmen. Über Grundbesitz? Nee. Jetzt schon? Wie schnell ging das denn jetzt? Wir stellen uns mal lustig bei ihm vor. Er kennt uns wenigstens noch nicht, der Lukas. Ja, komm doch raus, Pirat, Mensch. Was ist denn mit dir? Zur Paarung, hä? Ich frage meinen Nachbarn nach Essen, wenn die zu Besuch sind hier. Ja. Entschuldigung, ich habe Hunger. Können Sie mir bitte was geben? Lotti, wartet mal. Irgendwie geht mir das gerade alles zu schnell. Klavier spielen, weil sie kreativ ist. Mir geht das gerade... So schnell ging das sonst nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das so schnell geht. Welpen, 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 Cheerleader-Tanz. Wenn du erstmal sind meine Sims wieder so gemein zueinander, wieso auch immer. Ja, also ich finde es jetzt auch ein bisschen arg, ne? Also wir baden mal, Lotti. Vielleicht geht es ihr dann auch besser so, ne?
wenn man entspannt baden geht. Was ist denn? Guck mal, er muss Pippi und alles. Komm doch hier hin und geh dein Geschäft erledigen. Du kannst es doch. Du bist ein Feini. Pippi machen gehen. Da, siehst du? Passt doch. Spielen. Ja, musst du mit Lotti spielen. Aber Lotti, ich glaube, die will gerade nicht mehr spielen. Die ist beschäftigt. Von daher loben wir sie. Egal, was sie gesagt und gemacht hat, wir loben sie jetzt. Ja. Leckerchen geben. Ja, also mit unserem Bruder können wir gerne beste Freunde werden. Was macht er eigentlich hier? Was sucht er gerade bei uns? Also schön, dass er da ist. Ne? Also Brooke, unsere Hündin liegt gerade in den Wehen. Was macht jetzt Moro hier? Was wollt ihr alle von mir? Was war das? Wir haben eine Hündin! Heißt jetzt Roger oder Rogers? Ich verwechsel es immer. Welpen, müssen wir nicht auch Geld bezahlen bei der Geburt? Nicht, dass sie jetzt dann pleite ist. Ja, müssen wir! Können wir dem Bruder auch ein Welpen verkaufen? Oh, das wäre voll die schöne Idee. Oh ja! Dann haben wir unseren Bruder angerufen und haben gesagt, Brooke, meine ersten Welpen kommen. Du wolltest doch unbedingt einen Welpen. Dann komm jetzt vorbei, du darfst dir direkt einen aussuchen. Rogers? Heißt jetzt Rogers oder Roger? Rogers, glaube ich. Nope. Okay, also, eine Hündin mit A. Wir brauchen jetzt einen Namen mit A. Aurora. Aurora. Unser erster kleiner Welpe heißt Aurora. Unsere zweite heißt Akira. Auch ein Mädchen. Rogers. Der dritte, wie heißt unser Junge? Einen jungen Namen brauchen wir noch. Der A-Wurf. Anton. Anton ist süß. Anton. Oh. Das war's. Drei kleine Babys. Oh mein Gott, wie süß die sind. It's so fluffy, I'm gonna die. It's so fluffy. Oh mein Gott, guck mal. Oh mein Gott, guck mal. Oh. Oh mein Gott. Aurora behalten wir. Ist unser erster Welpe, den behalten wir. Dann haben wir noch Anton. Ich kaufe einen. Ja, ich. Aurora behalten wir. Die bleibt da. Oh mein Gott. Die sind so süß. Ich kann nicht mehr. Guck mal. Guck mal, wie süß. Hallo, ich bin's. Willst du mich mitnehmen? Creepy? Nein. Oh mein Gott. Also passt auf, wir machen es so. Ihr könnt jetzt Sims erstellen, ja? Wo ihr sagt so, ihr bewerbt euch für diesen Welpen, okay? So, also ihr dürft euch jetzt einmal, wer ist das? Ihr dürft euch jetzt, okay, welchen soll Brooke nehmen? Soll Brooke Akira nehmen oder soll Brooke Anton nehmen? Die ist so süß, die Aurora. Die hat sogar lilane Augen. Ich meine, guck mal, wie süß diese kleine Hund ist. Okay, also. Anton für den Bruder. Also, Brooke nimmt Anton, ja? Also, der gehört Brooke. Also, dann dürft ihr euch jetzt für Akira bewerben. Ihr dürft einen Sim erstellen. Und dürft euch für Akira bewerben und sagen, hallo, ich möchte Akira, bla bla bla. Und ich suche euch dann die Datei raus und ihr bekommt dann den, also wenn dann euer Sim gewinnt, ist der erstens dann im Let's Play und zweitens schicke ich euch dann den Welpen als Datei. Das heißt, ihr habt dann den Welpen in eurem Spiel. Ist das ein Deal? Also ihr dürft euch jetzt im, ja, okay. Also das heißt, wir vermitteln die Welpen dann wirklich in die Community. Ja? Gut, also das heißt, erstell einen Sim, eine Familie, bewirb dich dann um den Hund, dann suche ich mir jemanden aus, wo ich sage, Mensch, das ist toll, der kommt dann ins Spiel und dann müssen sie sich natürlich noch anfreunden und dann bekommt ihr die Datei von dem Hund als, ne, als Haushalt und könnt es dann einfach in eure Spieldatei reinladen und habt dann den Hund in eurer Galerie, ja?
Muss es eine Familie sein oder auch ein Single-Sim? Es kann auch ein Single-Sim sein. Für Akira, genau, das ist Akira. Akira ist ein Mädchen, ist geboren an einem Montag. Und zwar am Montag, wir sagen jetzt so am Montag, dem 11. Februar, ist Akira geboren. Und um 15.17 Uhr und ihr dürft euch darum bewerben. Darf ich auch eins einmal stellen, wenn ich den Hund nicht bekommen kann? Hab ja das Pack nicht. Vielleicht gewinnst du ja morgen das Pack, Carina. Kleine Schnuppidi-Puppidi. Also Anton, Mausi, geh mal zu Brooke und stell dich mal vor. Bist ein lustiger Knirps. Hallo, Stopp. Kommt er direkt und sagt Hallo zu Anton? Geht er zu Anton? Initiiere Bekanntmachung. Oh mein Gott, der kleine Wobbidi-Bobbidi. Ist so süß. Oh. Oh Gott, wie süß. Baby! Machen wir das bitte für jeden Wurf? Na klar, machen wir das für jeden Wurf. Wir machen das für jeden Wurf. Ja. Oh mein Gott, ist das cute. Anton hat Brooken. Oh mein Gott, er hat Brooken gelernt. Kann er mit ihm spielen? Initiiere Haustier von Brooke. Ja, ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Jetzt geht mal. Wir wollen euch hier nicht. Ihr seid alle böse. Ihr bekommt sowieso keinen Hund. Ihr seid nämlich böse zu mir. Tschüss. Oh, die sind so süß. Ann, komm. Knutschel. Knutschel Aurora. Aurora ist unser neues Familienmitglied. Die bleibt auch bei uns. Ich will sie anfassen. Ich will sie einfach anfassen. Ist so süß. Hallo, kleiner Anton. Na, du kleine Schnuppidi-Bubbidi. Ich liebe die Challenge jetzt schon. Lobe den kleinen Schnuppidi und streicheln und umarmen und alles und oh. Ja, und einen geheimen Namen für PlayStation-Spieler finde ich gut. Würde gerne einen aus dem B-Wurf haben. Ja, dann strengt euch an. Bewerbt euch um die Hundis. Oh Gott, okay. Also, wir haben ja gesagt, wir haben jetzt unsere Welpies bekommen. Ultraschall kosten 200 Simoleons, Entbindung kosten pauschal 300 Simoleons. Okay, also zahlen wir jetzt schon mal 500 Simoleons, ne? Und Check-up pro geborener Welpe kostet 100 Simoleons. Ach du guter Gott. Also, das heißt, wir zahlen jetzt 200 Simoleons für einen Ultraschall, weil man ja davor einen Ultraschall macht. Dann 300 Simoleons für die Entbindung, das heißt 500 und pro Welpe nochmal 100. Das heißt, wir zahlen jetzt 800 Simoleons für die Welpies. Super Sache. Aber. Ich will Anton aber noch ein bisschen behalten. Noch ein bisschen. Ein bisschen noch. Streicheln, kennenlernen. Oh, welche Eigenschaften haben die kleinen Gubbels eigentlich hier? Vielfraß, aktiv und Jägerin ist unsere Aurora. Akira ist aktiv. Oh. Und Anton ist aktiv, freundlich und treu. Akira kennen wir noch gar nicht gut genug. Akira, kleine Mausi. Bibi machen gehen. Oh, Bibi. Nee, wir wollen wissen, wie bist du überhaupt? Wir wollen dich kennenlernen, Akira. Wir wollen Akira kennenlernen. Schnecki, wie alt bist du? Wie alt bist du? Was machst du gerne? Was sind deine Eigenschaften? Aber erstmal fragen, wie alt bist du eigentlich? Und sie so... 2 Stunden. Bibi, guck mal. Hier, die kleine Mausi, die unter dem Poppes von ihrem Papa sitzt, könnt ihr adoptieren. Oh mein Gott. Ich kann das nicht. Wie sollen wir diese Challenge durchhalten? Oh mein Gott, es ist einfach so süß. Und die weißen Öhrchen und es ist einfach nur so ein Baby. Es ist einfach ein Baby. Und Anton? Anton ist so ein bisschen... Anton guckt gerade ein bisschen gruselig. Da. Oh. Er ist so
schön, dass unser Bruder dann direkt da war. Und ja, guck mal, wir geben Brooke unseren Wohnungsschlüssel, weil er ist sozusagen unser zur Hochzeit gerade für den, ja, unser BFF. Und ja, Abend, Hallöchen. Und mit ihm gehen wir auch feiern. Und das ist einfach so ein richtiges Ding zwischen denen. Glückwunsch zu deiner Hochzeit! Yay! Wow, du bist jetzt verheiratet. Glückwunsch. Und ist dies wirklich der beste Tag deines Lebens? Oh Gott. Oh. Gut, es ist jetzt 18 Uhr. Ich glaube, den Welpies geht soweit ganz gut. Dann würde ich einfach jetzt mal in den Hundepark huschen, oder? Dann huschen wir mal in den Hundepark und gucken, wie das ist. Ist ja im Prinzip nur über der Straße. Vielleicht ein bisschen kompliziert mit den Welpies unterm Arm. Aber ich denke, es ist ganz gut. Was können wir jetzt hier machen? Also erstmal müssen wir die Kleinen alle hier mit reinbringen. Ja, weil sonst habe ich Panik, wenn die ganze Zeit rumgubbeln. Hier hingehen, bitte einmal alle hier hinwobbeln. Einmal alle hinwobbeln. Dankeschön. Oh Gott, ist das kompliziert. Und du kommst auch hierhin. Alle rum. Was will er da machen? Graben. Süß. Nein, 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 nein. Hör nicht auf mich. Ich habe nichts gesagt. Hier, geh buddeln. Sei ein Feini, geh buddeln. Okay, gut. Also, jetzt sind die Babys auch da. Die kommen zu mir. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hey, guck mal, wie die da. Süß. Wow. Okay. Können wir das mit Lotti machen? Lotti! Komm, wir machen was Cooles. Anna hat die Tiererziehungsfähigkeit erlangt. Sie kann Hunden Sitz, gib laut, apportieren, rollen und Platz beibringen und anderen Sims Tiere vorführen. Hä? Für Lotti ist es ja überhaupt kein Ding, ne? Oh, die macht jetzt alles mit ihr zusammen. Och, wie süß ist das denn? Hä? Lotti ist ja... Ich wette, das geht jetzt bei jedem Welt. Mir wollen sie alle behalten. Ja. Ich komme noch mit sowas nicht zurecht. Ich kann noch nie keinen Hund abgeben. Flup. Oh, süß. Oh, die sind, glaube ich... Nee, die sind richtig... Hä? Ach so. Was passiert hier gerade eigentlich? Also mal ganz kurz. Super, Lotti! Was passiert hier? Ein Fehler von 20. Hä? Ach, den großen Reifen, der kommt ganz zum Schluss. Ach so. Wie cute war das denn? Ich habe das noch nie gesehen. Nicht schlecht, aber auch nicht perfekt. Lotte hat den Parcours mit einer Zeit von 49 Minuten und einem Fehler bewältigt. Vor dem nächsten Versuch sollte Anne weiter mit Lotti trainieren und sie besser erziehen. Entschuldigung. Unsere Lotti ist eine super Maus. Sie Gesicht lecken lassen. Ja, ja. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt wollen. Für das, dass sie so ein Feini war. Macht sie jetzt hier einfach... Okay. Lotti. Oh. Intellektuelle Diskussion. Tierpflege. Und wir geben, also wir bringen jetzt mal Sitz bei. Danke. So. Ich lieb's. Aber Leute, ich würde sagen, mit dem wunderschönen Anblick unserer süßen Lotti, wie sie da steht und ganz aufmerksam unserer Anne zusieht. Und den ersten Welpen beende ich jetzt diesen Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr gerne mal live dabei sein wollt, folgt mir gerne auf Twitch. Da heiße ich Seferina, genau wie hier. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.